So, jetzt bin ich wieder da. Ja, aber jetzt habe ich jetzt einen neuen Part gemacht, weil da schon 15 Minuten lang war. Ja, im letzten Part habe ich am Ende ein bisschen Müll gemacht. Und ja, jetzt habe ich das, soweit es geht, nachgespielt. Ich weiß nicht, glaube ich, mit dem Datum nicht, aber zumindest. Hier habe ich, sah es ein bisschen anders aus. Hier habe ich jetzt einen neuen Mülleimer eingesetzt. Sonst habe ich den Rest jetzt alles gleich gebaut, so gut es geht. Und ja, jetzt machen wir weiter. Soll ich dann sprechen gewöhnen, weil ich das jetzt glaube ich eine halbe Stunde oder so erstmal hier so rum und habe gewartet, bis es halt rumgeht, ob ich noch ein Eis gegessen habe, noch auf Toilette und andere Sachen dann machen. So, gut, ihr seht, wir bekommen gleich einen großen Baum, wieder ein Update, Verbesserungen, auch einen neuen Laden, dann bald der Schreckenstempel und die Spielhalle. So. Ja, ich habe noch einen Mechaniker eingestellt, den hier. Ja, einfach damit die Fahrgeschäfte mal schneller repariert werden. Und auch, ja, ich habe dann einfach mal alle Fahrgeschäfte reparieren lassen. Wie ihr seht, sind alle relativ gut noch dran. Kann man bei den Toiletten gucken, ob irgendwelche dreckig sind. Die sollte mal sauber gemacht werden. Ah, der Rest geht noch so gerade an der Kotzgrenze. Gut. So, bald bekommen wir jetzt auch gleich den großen Baum und das Aztekengold, hatte ich schon gesagt. Oh, Mann. Ich habe jetzt auch einen dritten Spielstand gemacht. Ich will das öfter speichern, wirklich. Das ist echt einfach zum Kotzen. Stell mal vor, ich wäre noch im ersten Part und hätte nicht gespeichert werden. Oh, da hätte ich gar keinen Bock mehr, hätte ich für heute Schluss gemacht. Aber so schnell geht das nicht. Uff. Zufriedenheit ganz hoch, patrouilliert. Dann habe ich so eine Route durch den ganzen Park gemacht. Kommen wir neue Besucher? Nein. So. Oh, eigentlich warten wir jetzt nur noch darauf, dass mal eigentlich die Sachen hier fertig werden. Ich habe ein bisschen Angst, noch einen Forscher dazu zu packen, weil die so ein bisschen teuer sind. Und mehr als 45 bezahlen die im Moment nicht. Und Ausbildung, naja, lohnt sich nicht wirklich. Außerdem baut den Park jetzt komplett voll. Also wirklich bis hier oben. Aber wir bauen ja wahrscheinlich, wir bauen bis alle Attraktionen fertig sind. Ich werde das so machen, ich werde alle Attraktionen für euch bauen. Ja, und dann wechseln wir zum nächsten Park, sozusagen, immer nachdem wir alles gesehen haben. Okay, alle Upgrades brauchen wir jetzt nicht. Obwohl, mal schauen, das geht ja am Ende relativ schnell. Souvenire, also diese Geschäfte, die Spielboden werden wohl wahrscheinlich, glaube ich, bald zu Ende sein. Extras gibt es noch viele, das wird ganz schnell gehen später. Läden gibt es nicht mehr ganz so viele, glaube ich zumindest. Hui, du lernst Oi. Das Spiel aber ziemlich schnell. Meinst du, du bist bereit für eine Sonderaufgabe? Es wäre ein schneller, aber nicht unbedingt leichter Weg, etwas Geld nebenbei zu machen. Die Entscheidung liegt bei dir. Und wenn du es jetzt noch nicht versuchen willst, keine Sorge, du verpasst nichts. Du bekommst eine weitere Chance. Um genaueres zu erfahren, schau dir die Nachricht an. Ja, das ist jetzt Pipi-Kram, weil Getränke gehen super schnell weg. 8:35 haben wir schon, wenn Leute immer was trinken. Mal aufhin so zu kotzen, ja, ich kotze dich ja auch von meinem PC. Das ist ja eklig. Guck mal, wir haben schon die Hälfte gleich geschafft. Das heißt, bekommen 5000 Dollar, das ist ziemlich gut. Das heißt, können wir gut investieren. Können wir bald die Achterbahn kaufen, dann werde ich wahrscheinlich nicht warten. 17 haben wir schon, ja, das ist Babyfax. Guck mal, aber noch schwere Sachen. Das sind nicht unbedingt alle so leicht. Jetzt, weil wir ganz am Anfang sind, das ist das erste. Ja, und hiernach werde ich dann, ich werde das so machen, dass ich die vergessene Welt jetzt zu Ende mache. Dann mache ich den Halloween Park. Ich weiß nicht, ob ich in Halloween Park die ganzen Eintrittskarten nur nehmen werde und die, weiß ich, das muss ich mal gucken. Dann werde ich den Wunderland Park machen und als letztes dann die Space Zone. Bravo! Du hast das Geld bekommen. Erfüllt und den Preis gewonnen. 5000 Dollar. Geil.
können wir gut bald in den Schreckenstempel investieren und vielleicht werden wir erstmal den Park mit den neuen Bäumen verschönern. Soll ja auch schön aussehen optisch, ne? Gut, was haben wir hier noch? Ganz alles okay. Ja, hier oben ist jetzt nicht viel los. Auf diesem Bildschirm kannst du dir Daten über die sonstigen Gegenstände in deinem Park ansehen. Ja, können wir uns den Mülleimer angucken. Wir können auch in der als Kamera gucken. Ich beobachte euch, meine kleinen Besucher. Ihr könnt euch nie Angst vor mir verstecken. Ne, das war gut sein. Gut. Hier unten passiert gerade nichts. So, jetzt bekommen wir erstmal zwei neue Sachen. Und speichern. Das Spiel ist echt... Ihr seht, ich habe jetzt 3 Spielstunden gemacht. Wir haben es jetzt... Also ich hatte um, sagen wir 20 Minuten nach 11, war ich fertig mit der letzten Aufnahme. Ja, und jetzt haben wir schon 10 vor 12. So, speichere ich den mal hier. Ja, ich möchte ihn überschreiben. Das war doof, ich habe jetzt auch das weggemacht, weil wenn ich den Park schieße, dann laufen alle Besucher raus. Und der ist doof, ne, für so, für die Eintrittskarte für, ich glaube, 500 Besucher oder so. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Gut. Aber das ist doch auch was Feines. Ich habe gerade geguckt, ob hier unten Besucher kommen, weil die Attraktion dann geschlossen wird. Wo haben wir denn den hier? Ein neues Extra ist erfunden worden. Sogar die Extras bekommen jetzt zusätzliche Extras. Der ist ziemlich gut, der macht das richtig fix. Also Sachen reparieren. Ich hoffe, das Aufrüsten macht er auch fix. Ja, es ging also langsam, was ist nicht. Das haben wir nur einen großen Baum. Hier ist er. Davon werden wir natürlich auch ein paar Stück bauen. So, wo ist der große Baum? Da. Warte mal, kann ich das auch drehen? Ah, cool. Ja, werde ich so ein bisschen abwechselnd platzieren. So, Park, Park. Dann können wir noch hier einen hinpacken. Ja. Dann packe ich noch da einen hin. Ja, einfach so, um den Park ein bisschen zu verschönern. Vergessene Welt ist ja mal so ein bisschen dschungelmäßig. Und ja. Soll einfach schön aussehen, der Park. Hier werde ich wahrscheinlich, oder obwohl, keine Ahnung, Pflanzen hier platzieren. Also ist das Park einfach optisch ein bisschen schöner aussieht. Den werde ich mal woanders platzieren. Da, dann kann ich da auch noch so eine Pflanze hinstellen. Ja, so. Einfach, dass er optisch schöner aussieht. Hüpfbauch. Bekommen wir bald das nächste. Ich könnte natürlich jetzt auswählen, welcher Zorn ich das nächste aufrüsten will. Ich will, dass du alle... Komm mal, wir können uns mal hier was erleben. Machen wir Lautsprecher Regenwald. Das ist ziemlich cool, da kommen so Geräusche wie aus dem Regenwald raus. Das hört sich ziemlich cool an. So. Was hab ich sonst noch? Der Hüpfbau, das dauert noch ein bisschen. Der Souvenirladen ist gleich fertig. Der Schreckenstempel ist auch bald fertig. Also dauert auch nicht mehr so lange. Es gibt noch eine Achterbahn. Da fängst du von hier an. Oh, das wird lange dauern. Die werde ich auch zum Schluss dann machen. So, sonst, wir haben noch gut Geld, ne? Sollte ich noch einen Forscher einstellen? Ich werde mal noch einen Forscher einstellen. Speichere mal den hier rüber. Wenn wir dann gerade einen Forscher haben. Du hast alle verfügbaren Extras gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar mehr erforschen. Nehmen wir den ganzen Mike hier mal. Jeps. Deine Ballons gehen weg wie warme Semmeln. Besser sogar, weil Brötchen viel schlechter fliegen können. Auf jeden Fall bedeutet das, dass sich deine Besucher prima amüsieren. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, welche Forscher.
4 Stück müssten wir jetzt haben, ne? Auf dieser die Liste drei findest erst. Du alle Angestellten in deinem Park. Okay, dann ist gut, dass ich noch einen eingestellt habe. So. Und halt um den letzten Part, wo wir ich vergessen habe, wo ich geladen habe, ein Forscher eingestellt. Ups, nein. Das könnte sein. Warte, wo ist denn mein einer Mitarbeiter? Ja gut, dich kann ich auch nehmen. Du reparierst das mal. Ich müsste fix geben, weil er gute Ausbildung hat. Yep, wie ihr seht, zack, zack, fertig. Guck mal, ganz schön viele schon wieder nach Hause, ne? Gut, das brauchen wir nicht mehr. Das kann man auch mit Rechtsklick machen. Schon wieder 10 Minuten rum, Alter. Meine Fresse, wie die Zeit vergeht. Schon heftig, ey. Ich hoffe, ich langweile euch hier nicht, weil... Ich habe jetzt noch gar nichts gebaut. Doch, die Bäume haben wir gebaut in dem Part. Obwohl, wir können jetzt noch den Zivilladen bauen. Davon werde ich wahrscheinlich 2 Stück bauen. So, hier wird eine... Deine Forscher haben egal, die Geheimnisse so. Eines neuen Ladens entdeckt. Die Welt ist gerettet. Ja, da haben wir den Souvenirladen. Da dürfen wir jetzt mal 2 Stück kaufen. Einen hier hinsetzen. Die Mitarbeiter sind zufrieden. Und wenn das so und bleibt, wird es hier nie Ärger mit Streiks geben. Und einen einfach so hinsetzen. 2 Stück sollen erstmal reichen. Machen wir ein bisschen besser die Ware und dann auch ein bisschen teurer dafür, dass die Qualität besser ist. Gut. So. Jo. Könnte ich noch eine Frittenbude irgendwo hinbauen? Ich könnte noch eine Frittenbude da oben hinbauen. Einfach mal so, dass wir auch noch ein paar Frittenbuden haben. Da würde ich mal sagen, packe ich die mal hier hin. Direkt daneben an den Mülleimer. Da bräuchte ich auch mal ein paar Toiletten, ne? Können jetzt auch ja so hinsetzen, wenn ich hier noch ein paar Toiletten hinsetzen. Zack, zack, zack. Und so ein paar Pflanzen hier zwischen, dass das ein bisschen besser aussieht. Gut. So. Wunderbar. Kommen neue Besucher. Ja. Das ist übrigens. Oh, der muss da doch immer fahren. Es geht. Für. Naja, weiß nicht so lustig. Egal. Gut, was bekommen wir als nächstes? 5 Bauch, ne? Ich gucke jetzt so oft auf die Forschung, auf das Forschungslabor. Ich will einfach neue Sachen haben. Gut. Hängen denn die ganzen Leute immer noch an diesem Dino-Ding hier? Aber wir können jetzt mal die Kapazität höher packen. Gut, das lohnt sich jetzt nicht. Zack, zack, alles okay. Passen da auch mehr Leute rein. Gut. Da macht einer Pause. Hat einer Pause gemacht. So. Was Daumen runter für das Video, hä? Was, Mädchen? So im Park fliegen? Den Daumen runter, ey, ich glaube nicht. So. So. Ah, ich sehe auch, der Part ist jetzt auch langsam zu Ende. Gut, ich werde jetzt doch noch ein paar aufnehmen. Ich habe einfach gerade einen Themenfaktor, ne? Werde ich wahrscheinlich aber nicht alle heute hochladen. Das wäre, glaube ich, zu viel. Gut. Ich hoffe, es ist überhaupt noch genug Platz auf meiner Festplatte. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.